Auf dem Heinrich-Heine-Platz in der Düsseldorfer Innenstadt wird gerade der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Im nächsten Jahr sollen aber die Bagger anrücken. Dann wird der Platz von Grund auf umgestaltet. Die Stadt hat heute die Pläne vorgestellt. Nach dem Umbau soll der Heinrich-Heine-Platz da beginnen, wo vor einigen Jahren noch die Straßenbahn hielt und heute noch Autos fahren. Dafür wird der Verkehr in Richtung Süden auf die breite Straße umgelenkt. Die Verbindung zur Kasernenstraße verschwindet. Nach dem Umbau soll der Platz doppelt so groß sein wie bisher und mehr Aufenthaltsqualität bieten. Das heißt also, die Bäume werden ergänzt, es gibt mehr Bäume, der Pavillon wird an anderer Stelle gebaut. Es gibt einen Abgang in das Basement des Karschhauses und ansonsten gibt es viel freie, einheitlich gestaltete Fläche. 2024 soll der Platz fertig sein. Wie viel die Stadt für den Umbau zahlt, steht noch nicht fest. Derzeit laufen Verhandlungen mit dem neuen österreichischen Eigentümer des Karschhauses.